Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Klubobfrau Dr. Randy Wagner. Ich darf ihr das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Bundesregierung, Hohes Haus und sehr geehrte Damen und Herren. Im Oktober waren über 420.000 Menschen in Österreich arbeitslos. Das sind knapp 70.000 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Seit 1946 gab es keinen Winter mit einer derart hohen Arbeitslosigkeit. Ja, die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt ist dramatisch. Sie ist dramatisch für die betroffenen Menschen, die keinen Job haben, vor einer unsicheren Zukunft stehen. Sie ist dramatisch für die Wirtschaft, weil diese Kaufkraft ja fehlt über die nächsten Monate und wahrscheinlich Jahre. Und diese Lage ist dramatisch für uns als Land und als Gesellschaft. Und der zweite Lockdown, wir haben heute den ersten Tag dieses zweiten Lockdowns, wird diese Situation, diese Entwicklung und diese dramatische Situation noch weiter verschärfen. Es war schon vor dem zweiten Lockdown so, dass WIFO, das Wirtschaftsforschungsinstitut, davon ausgegangen ist, dass aufgrund dieser 7-8 Monate Corona das Bruttoinlandsprodukt in Österreich um 6,8% sinken wird. 6,8% weniger BIP. Dieser Total-Lockdown, der heute startet, wird unsere Wirtschaft weiter einbrechen lassen und wird weiter 10.000, ja Hunderttausende Arbeitsplätze kosten. Eine aktuelle Prognose des WIFO geht von einem Risikoszenario aus, dass es in Österreich aufgrund des neuerlichen Lockdowns zu einem Einbruch von über 9% kommen wird. Das ist kein Lapperl. Eines ist klar, sehr geehrte Damen und Herren. Wir stehen heute hier und in den kommenden 2 Tagen und diskutieren über ein Haushaltsbudget, das so in dieser Form nicht halten wird und nicht halten kann. Und offenbar fehlt, so wie auch im Corona-Krisenmanagement, im Gesundheitskrisenmanagement, auch hier die Vorausschau und die Voraussicht. Die wirtschaftliche Erholung für nächstes Jahr ist gemäß dieser aktuellen Prognosen de facto abgesagt, hat die Prognose und die Erholung quasi aufgesaugt. Die zweite Pleite- und Kündigungswelle der heimischen Wirtschaft, die hat schon begonnen, bevor der zweite Lockdown begonnen hat, nämlich vor einigen Monaten. Vor allem in Bereichen der heimischen Großindustrie, aber auch im Bereich des Tourismus und der Gastronomie. Und sie wird jetzt mit einer noch viel größeren Wucht über unser Land hinwegrollen. Und wenn die Wirtschaftsforscher und die Ministerien mit Zahlen und Kurven hantieren, über Prognosen reden, dann müssen wir immer eines wissen. Wir, die hier als Vertreterinnen und Vertreter der Menschen sitzen, das sind Zahlen, hinter denen Menschen stehen, Schicksale stehen. Das sind Familien, Kinder, Jugendliche, Frauen, das sind Ältere. Ja, und hinter diesen Zahlen stehen auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die von heute auf morgen in den letzten Monaten ihren kleinen oder auch größeren Betrieb schließen mussten. Ich habe viele von denen getroffen und einige haben letztes Jahr noch große Investitionen getätigt in ihre eigenen Betriebe, in ihr Hotel, in ihr Gasthaus, haben Kredite aufgenommen. Sie alle haben jetzt eine unsichere Zukunft vor sich. Ja, es sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die oft 30 Jahre für eine Firma gearbeitet haben. Eine Firma, in der schon ihre Eltern oder ihr Großvater gearbeitet hat. Eine Firma, in der ihre Kinder gerade die Lehre machen. Es sind junge Familien, die vom Blitz getroffen sind und nicht wissen, wie sie die Zukunft ihrer Kinder weiter finanzieren können und wie sie die gestalten können. Arbeitslosigkeit verfestigt sich in Österreich von Tag zu Tag. Und das ist eine hochgefährliche Entwicklung, weil es vor allem Menschen ab 50 sind, die in dieser Zeit praktisch chancenlos sind, einen neuen Job zu finden. Und ich habe einige von ihnen getroffen, als ich in Spielberg in der Steiermark war, bei einer Betriebsversammlung von ATB. Über 200 Leute wurden dort gekündigt. Übrigens eine Firma,
die Großstaatshilfen aus Steuergeld bezogen hat in den letzten Monaten und trotzdem Kündigungen über 200 ausgesprochen hat und den Standort verlegen wird. Ja, sie verlegen ihn einfach ins Billigausland, nach Polen. Aber hier werden die Österreicherinnen und Österreicher entlassen. Und da habe ich viele Frauen getroffen, die 3 Jahre vor ihrer Pension stehen. Da spricht die pure Verzweiflung aus den Augen dieser Menschen, wenn man mit ihnen reden würde. Ich weiß nicht, ob Sie das getan haben, Herr Bundesminister. Es wäre auch Ihre Aufgabe, mit den Menschen und Betroffenen zu sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben einer vorausschauenden, neben einer hoffentlich bald funktionierenden Pandemiebekämpfung ist es die Hauptaufgabe unserer Bundesregierung, die Arbeitslosigkeit in unserem Land mit allen und wirklich mit allen gebotenen Mitteln zu bekämpfen. Das ist eine große Verantwortung, die endlich übernommen werden muss. Unser Land braucht eine mutige, eine aktive, eine vorausschauende Arbeitsmarktpolitik. Braucht eine Arbeitsmarktpolitik, die heute und nicht morgen erst beginnen kann, Herr Bundesminister. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und das sage ich ganz bewusst, auch die kleinen und mittleren Unternehmen, die brauchen vor allem eines jetzt, weil sie fühlen sich alleingelassen. Sie brauchen starke, aktive und mutige Mitkämpfer. Und wer, wenn nicht wir und die Bundesregierung, müssten diese Mitkämpfer und Mitkämpferinnen sein? Und wenn das Budget, und das ist es aus meinen Augen, wenn das Budget die in Zahlen gegossene Politik ist, dann hat die Regierung mit diesem Budget eine Chance. Eine Chance, Mitkämpfer an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Unternehmerinnen und der Unternehmer unseres Landes in dieser schwierigen Zeit zu sein. Die Regierung hätte die Chance, ein Budget vorzulegen, das quasi die in Zahlen gegossene Kampfansage gegen Arbeitslosigkeit ist. Schaut es danach aus, dass dieses vorgelegte Budget genau das ist? Sind das die Mittel, die Sie aufbringen, um die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen in den nächsten Monaten und Jahren? Nein, es schaut leider nicht danach aus, dass diese Chance, die jetzt besteht, von Ihnen genützt wird. Wenn Arbeitsplätze im großen Stil gestrichen werden oder gar ganze Standorte ins günstige Ausland, wie zum Beispiel Polen, verlagert werden sollen, ja, dann kann man nicht zusehen, dann muss gehandelt werden und zwar rasch. Ich habe erst gestern wieder den Betriebsrat von MAN aus Steyr getroffen. Ich war bei einem Warnstreik vor 3 Wochen mit 2.000 oder gar 4.000 Beschäftigten dort und vielen Sympathisanten. Und er hat gesagt, sie haben die Verhandlungen abgebrochen mit der Geschäftsleitung. Sie kommen nicht weiter, man kommt ihnen keinen Schritt entgegen. Und ich frage mich, wo sind Sie, sehr geehrte Bundesregierung, um diese 2.000 und mehr Beschäftigten bei MAN zu unterstützen? Ja, all diese Handlungen Ihrerseits, ja, da gibt es welche hier und da, aber sie sind zaghaft. Und das Budget, das vorgelegt wurde, das zeigt Ansätze. Ansätze, aber die reichen nicht. Diese Ansätze werden dieser Dimension der größten Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise der Zweiten Republik einfach nicht gerecht. Ihre Vorhaben werden dieser Dimension nicht gerecht. Es ist zu wenig ambitioniert, vor allem im Bereich Pflege, im Bereich Klimaschutz. Da geht mehr, viel mehr. Es ist leider nicht die starke und mutige Zukunftsansage, die eines macht, die Vertrauen in der Bevölkerung schafft und Unsicherheiten nimmt. Es bräuchte ein großes, mutiges, historisches und wirksames Konjunktur- und Beschäftigungspaket für Österreich, das die Wirtschaft stärkt und Arbeitsplätze schafft, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist heute noch wichtiger geworden. Heute beginnt der Total-Lockdown für unser Land. Gesellschaftlich. Danke für diesen Hinweis. Das freut ganz viele Österreicherinnen und Österreicher. Wirklich. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und im Bildungsbereich. Runtergefahren auf einen Nullpunkt. Und deswegen ist diese Handlung, diese Notwendigkeit eines ambitionierten und starken Einsetzens für Arbeitsplätze und Wirtschaft noch wichtiger geworden.
Es bräuchte eine große, eine historische Steuersenkung zur Sicherung der kleinen und mittleren Einkommen, um die Kaufkraft zu stärken. Eine Arbeitsmarktwende in Richtung Umschulung und Weiterqualifizierung, nicht im kleinen, sondern im großen Stil. Und klug gedacht Richtung Pflege vor allem, das ist ein wichtiger Bereich, der zu wenig sich wiederfindet in Ihrem Budget. Und es bräuchte einen Plan, um Leerstellen endlich zu finden und die Leerstellenlücke zu schließen. Ja, es braucht auch einen Plan, wie es nach der Kurzarbeit weitergeht. Auch diese Vorausschau in diesem Bereich wäre wichtig. Dazu braucht es Ambition und Mut. Ja, mir ist bewusst, dass durch die Wirtschaftshilfen, die jetzt durch diesen zweiten vollen Lockdown noch viel mehr werden, Ihr Budget sehr stark belastet ist, Herr Bundesminister. Aber deshalb können Sie nicht entscheiden, eine Steuersenkung einfach zu verschieben. Deswegen können Sie nicht sagen, Investitionen werden jetzt nur zaghaft sein und das Arbeitsmarktbudget muss klein sein. Ganz im Gegenteil, Sie müssten umso ambitionierter handeln und umso mutiger. Herr Finanzminister, das ist der falsche Weg, denn das treibt die Spirale immer weiter nach unten. Und falsch ist es auch, bei den über 45, bei jenen zu sparen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben, deren Pensionen um 10% still und heimlich gekürzt werden sollen. Mit dem Argument, man könne es sich nicht leisten, man müsse auf die Stabilität achten. Ja, anstatt Solidarabgaben für große Online-Konzerne wie Amazon, kürzt die Regierung als erstes bei den Pensionistinnen und Pensionisten, die 45 Jahre lang gearbeitet haben. Das ist nicht nur nicht gerecht, das ist kaltherzig und es ist wirtschaftlich unklug. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zum Schluss auch noch auf einen sehr wichtigen Bereich zu sprechen kommen, die Spitalsfinanzierung. Corona hat uns gezeigt, wie verwundbar wir sind und wie alle, wie wir ein Spitalsystem, ein öffentliches, funktionierendes Spitalsystem brauchen. Unsere Spitäler, die Pflegerinnen, die Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die sind das Immunsystem in dieser Jahrhundertpandemie für unsere Gesellschaft. Und ich finde es mehr als verantwortungslos, Herr Bundesminister, und fern jeglicher Vernunft, genau bei den Spitälern in Ihrem Budget zu kürzen in dieser größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren. Aber es passiert. Diese Kürzung ist ein Anschlag auf unsere Spitäler, ist ein Anschlag auf unsere Gesundheit und das inmitten dieser Pandemie. Ich appelliere daher dringend an die Bundesregierung, dieses Budgetloch auszugleichen. Wir werden dazu einen Antrag einbringen. Vielen Dank. Der Budgetpolitik fehlt die Vorausschau und Voraussicht. Das Budget zeigt nur Ansätze, die nicht reichen werden. Es braucht einen mutigeren Entwurf, denn wir befinden uns in einer hochgefährlichen Entwicklung, so die SPÖ-Chefin.